Gartenfreunde, willkommen bei Midus. Ja, für uns hat die Gartensaison begonnen, 2018, und wir starten mit der ersten Aussaat für diesen Jahr. Ich habe mir das dieses Jahr anders überlegt. Ich werde euch nicht das komplette Saatgut dieses Jahr vorstellen, sondern immer das, was gerade vorzuziehen gilt. Ja, und wir starten mit der Aubergine Early Long. Die habe ich von der Nadine geschickt bekommen, von Sandlebens Gartenkanal. Darüber habe ich mich sehr gefreut, denn Auberginen hatte ich noch nie im Garten. Und ich will versuchen, dass das auch was wird. Ich werde hierfür 5 Samen in die Presslinge tun, die habe ich vorhin gerade fertig gemacht mit der Erdtopfpresse. Die habe ich beim Garten ganz nah gesehen, beim Dennis. Und habe gedacht, das probiere ich mal aus. Das fand ich richtig toll. Ja, ich denke, das ist eine einfache Sache. Man braucht vielleicht nicht so viel pikieren. Und ich denke, man kann da ganz viel Saatgut mit einsehen. Bestimmte Sorten, denke ich mal, so wie Zucchini, Kürbis und Gurken. Da sind die Saatgutkörner zu groß. Da werde ich das wohl anders machen. Ja, mal sehen. So, wie gesagt, ich mache jetzt hier 5 Auberginen rein. Mal sehen, ob alle keimen. Das ist ja dann auch immer noch so eine Frage. Und ja, das ist die Aubergine Early Long. So, und dann habe ich beim Max vom Gartenkanal gesehen, dass der so von einer Physalis schwärmt, die Bea Sticke. Und da habe ich doch im Internet gegoogelt und die gefunden und mir bestellt. Da werde ich 7 Samenkörner nehmen. Denn die Physalis essen wir gerne und wenn die wirklich alle aufgeben, da finde ich schon ein paar Abnehmer, die mir dann noch ein paar Pflanzen abnehmen, denn ich brauche ungefähr 2, vielleicht kriege ich auch 3 unter. Mal sehen. Erstmal werden wir sehen, ob was kommt. Ja, die sehen wir dann mal ein. Ich werde nachher die Schale an einen warmen Ort stellen. Da habe ich ein kleines Zimmer, das jetzt so bei 20, 21 Grad ist. Ja, die Samen sind ganz schön klein. Aber man findet sie und man kann sie direkt, jede einzelne, in diese Presslinge geben. Das finde ich gut und dann sieht man auch, welches kommt und was nicht. Ja, die habe ich mir auch im Internet bestellt, die Erdtopfpresse. Und damit werde ich, wie gesagt, ich will ja dieses Jahr mein ganzes Saatgut alleine vorziehen. Also keins kaufen und mit Physalis und Auberginen anfangen, haben wir ja angefangen und da habe ich überhaupt noch keine Erfahrung. Also wir werden mal sehen, was da so rauskommt. Da mache ich jetzt gleich Erde rauf. Die habe ich jetzt hinten im Zimmer vergessen, da mache ich dann nachher. Und das ist Bea Sticke. Das ist die Erdtopfpresse. Da presst man feuchte, die Erde muss man ein bisschen feucht machen und dann seht ihr da die. Das ist so gut einen Zentimeter geht das rein, wo man dann das Saatkorn reinlegt. Super Sache, finde ich. Muss es nur noch gelingen. Wir werden sehen. Ja, habt ihr selber auch schon was vorgezogen? Das würde mich interessieren. Schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und jetzt gehen wir gleich mal rüber in das Zimmer. Da stelle ich dann das Saatgut hin, mache dann noch ein bisschen Sand drauf. Das soll verhindern, dass da die Trauermücke ihre Eier ablegt. Und das Sand spült dann das Saatgut auch nicht so aus, weil es soll ja doch feucht gehalten werden. Dann kommt noch eine Tüte drüber, so dass ein kleines Gewächshaus entsteht und die Feuchtigkeit ein bisschen hält. Und es muss bei Physalis und bei der Aubergine sehr warm sein zur Aussaat, also mindestens 20 Grad. Ich glaube, jetzt sind es da in dem kleinen Zimmer 21 Grad. Da habe ich auch so ein kleines Thermometer stehen. Und da, wie gesagt, da habe ich jetzt schon Erde drauf gemacht und angegossen. Nochmal beschriftet, dass ich auch weiß, was ich da drin habe. Denn wenn ich wirklich alles vorziehe, weiß man nachher gar nicht mehr, was man da vorgezogen hat. Da kommt die Tüte drauf. Und da werde ich dann jeden Tag so mal kontrollieren, wie die Temperatur in dem Zimmer ist. Michi ist gerade dabei, mir ein Gestell zu bauen für die LED-Panels. Denn in dem Zimmer ist auch nicht sehr hell. 21 Grad sind drin, das ist okay. Es ist nicht sehr hell da drin und es ist, wie gesagt, ja Ende Januar. Und da brauchen die noch Zusatzlicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.